Ich habe dann Stimmen gehört und ich habe meine Frau gehört, die irgendwo hinten im Wald ist und mich gerufen hat. Und dann habe ich mich nackt ausgezogen und bin zu ihr hingelaufen. Ich bin Lars Rudolf. Es geht um einen, quasi um einen Goldsucherfilm. 1898 gab es in Kanada oben am Yukon einen Goldrausch. Wunderbar! Das ist der Film im Wettbewerb, Thomas Asler. Wir sind beide aus dem Kiez, also wir sind beide in Kreuzberg, Neukölln oben. Und ich habe Thomas, kenne ich auch schon, weiß nicht, 15 Jahre oder so, seitdem ich das mache, auch mit der Schauspielerei. Ich will auch weiter. Tatsächlich, seit 2 Jahren reite ich auch, weil ich irgendwie mal so üble Erfahrungen mit Menschen hatte, so mit Vertrauensbruch und in den Rücken fallen, und dachte ich, ich müsste eigentlich mal wieder mit so mit Tieren, ich brauche irgendwie ein Tier, mit dem ich kommunizieren kann. Ja? Und dachte, erst ich kaufe mir eine Ziege. Ich finde, die riechen gut, die geben guten Käse und sind irgendwie lustige Tiere. Und dann stand aber bei meinem Nachbarn dieser Ackergaul auf der Wiese. Fing dann an, mit dem eine Beziehung aufzubauen und durfte dann auch auf ihm reiten. Das konnten wir beide nicht. A, das Pferd konnte nicht reiten und ich konnte auch nicht reiten. Es gab dann so die ersten schweren, leichten Rückenverletzungen, so nachdem man so runterfiel. Und hab quasi mit diesem Pferd, Bubi heißt es, das Reiten erlernt. Wir gehen jetzt eintrinken. In so eine Lounge. Ich bin eigentlich Musiker lange gewesen, so, und habe erst mit Mitte 30 bin ich irgendwie so auf so Schauspielschulen auch gegangen. Da ich damals meine erste Tochter bekam, glaubte ich, muss irgendwie einen Beruf lernen, wo man mehr Geld mit verdienen könnte als mit Musik. Und das geht mit Schauspiel? Das geht mit Schauspiel, ja. Ich kann es wirklich jedem empfehlen. So, meine Herrschaften. Und das ist das, was ihr erwartet. Als Schauspieler suchst du ja immer nach dem größtmöglichsten Ding, was du spielen kannst, also emotional auch, um was es geht. Weil dann wird es interessant, also dann lockt sich irgendwie auch der Zuschauer ein. Wenn es dir um was geht, also müssen alle irgendwas kämpfen. Ach so, hier ist dieser Fotoshoot. Können wir mal gucken? Til Schweiger ist rausgegangen. Er hat keine Lust mehr. Herr Till, der hat wahrscheinlich so erwartende Frauen. Das ist auch viel wichtiger als so Reporter. Wir gehen jetzt hier in unseren Film. Ne? Wir sind hier aufgeregt. Und Nina-Haus ist krank. Zum Glück kriegen wir einen Stich. Nein, das ist natürlich traurig. Wir haben alle Sehnsucht. Der hat so einen Hals, der hat Grippe. Der erste Eingang. Wir sind hier in einem Club, der heißt King George, glaube ich. Wir oder Prinz Charles? Achso, Prinz Charles, ja. Also alle haben den Film das erste Mal gesehen und alle sind ganz happy. Ich habe einen Lacher, wo ich dann sage, es ist wirklich ein großes Pech, in so einem weiten Land in eine Bärenfalle zu treten,
dem Uwe Boben da reingelatscht ist. Einer der wenigen Lacher. Ja, ein sehr ernster Film, aber toll. Also. Das ist unsere Feier. Also was noch passiert, wer soll das wissen? Tante Marius. André, ich fahre rüber, aber um eins kommt der polnische Botschafter. Okay? Ja, also ich muss da rüber, mein Bett kaufen, das war ja versucht zu regeln.